Willkommen zurück bei Elex, bei den Klerikern. Bei den Klerikern. Es ist Zeit, unsere inzwischen ziemlich eingestaubte und, ja, in die Jahre gekommene Berserkerrobe beiseite zu schmeißen und uns unserer Fraktion zu widmen, der wir uns dann auch tatsächlich widmen wollen. Ich hoffe, er packt keiner sein Gesangsbuch aus. Ja, das hoffe ich auch. Ich habe schon gehasst, wenn mein Bruder im Suff gesungen hat. Da möchte ich mir das Gejammer hier gerne ersparen. Ja. Ja, wie gesagt, meine Entscheidung fällt auf die Kleriker, die mit ihrem Glauben natürlich auch nicht perfekt sind, aber ganz ehrlich, die Berserker sind mir zu engstirnig, zu zurückgeblieben, will ich nicht behaupten, aber zu engstirnig und zu verschlossen, zu uneinsichtig, zu... Die Hierarchie gefällt mir auch gar nicht. Und vor allen Dingen, dass sie eben so denken, so, ja, was draußen passiert, ist uns egal. Finde ich ganz furchtbar. Die Kleriker versuchen so ein bisschen die Ordnung zu halten und deshalb entscheide ich mich jetzt mal für das geringste Übel, meiner Meinung nach. Hey, du hast doch Oswald des Elex-Handels beschuldigt. Ich habe bei der Sache noch mal genauer nachgeforscht. Es scheint tatsächlich so, als wäre er der Schuldige. Das hast du hervorragend gemacht. Du bist uns eine große Hilfe gewesen. Hier hast du das versprochene Kopfgeld. Du hast dich für uns Kleriker als wirklich nützlich erwiesen. Wir würden dich nur ungern wieder gehen lassen. Wenn du also bereit bist, darfst du dich von heute an als Akolyt der Kleriker bezeichnen. Komm zu mir, wenn du dich entschieden hast. Na gut, bitte. Cool. Ich möchte Akolyt der Kleriker werden. Lass mal sehen. Die Sache mit Dietrich war gute Arbeit. Die Hintermänner des Elex-Handels zu finden, hatte oberste Priorität. Aber all das beiseite. Du hast bewiesen, dass du bereit bist, im Sinne Kalans zu handeln. Und wir sind dringend auf gute Männer angewiesen. Wenn du möchtest, werde ich dich zum Akolyt der Kleriker ernennen. Aber denke daran, dich Kalan zu widmen, ist eine endgültige Entscheidung. Bist du dir also sicher, dass du Kleriker werden willst? Ich denke noch einmal darüber nach. Wie du willst. Aber lass dir nicht allzu viel Zeit damit. Ja, nochmal ganz kurz. Jetzt habe ich gerade die blöde Idee. Wir haben jetzt übelst fett 3000 Erfahrungspunkte bekommen. Denkt ihr, wenn wir überall sagen, yo, ich will Outlaw werden? Das ist eine gute Entscheidung. 3000 Erfahrungspunkte. Willst du wirklich? Nö. Wenn wir da jetzt nachher 9000 Erfahrungspunkte so leicht durch die drei Fraktionen gewinnen können, dann, jo, machen wir es nochmal eben, oder? Hey, Arschloch. Viele Grüße von Chloe. Oh, was soll denn die Scheiße jetzt, Alter? Was ein Scheiß, Mann. Da habe ich echt keinen Bock drauf, Alter. Die ganzen Nasenbären, Mann. Alter. Und Rezo, oh, den kenne ich nicht. Der hilft mir zwar, aber ich helfe dem nicht. Der ist mir egal. Alter Schwede, Alter. Nein! Scheiß Giftschaden, Mann. Entschuldigung, jetzt fängt es direkt wieder an. Ich muss ein bisschen entspannt bleiben. Alles gut. Wäre auch zu langweilig, wenn es nur zwei wären, ne? Eieiei. Nummer eins. Aber geht denn eine weg? Und der lässt mich einfach in Ruhe hier, oder was? Spontan kein Bock mehr. Gut.
Soll mir mal egal sein. Da 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 da. La la la. La la la. Aber die Sache mit Ivan Madison habe ich nicht vergessen. Du hast. Was müsste man tun, wenn man bei euch mitmachen will? Nicht so hastig, Grünschnabel. Wen wir hier ins Fort aufnehmen, entscheide immer noch ich. Wenn du hier mitmachen willst, musst du mir erstmal deine Loyalität beweisen. Tu einfach alles, was ich dir sage. Beweise, dass du erfahren genug für den Job bist. Und vielleicht gebe ich dir einen Platz in unseren Reihen. Ach ja, du solltest natürlich auch nicht mit den anderen Gemeinschaften, wie den Klerikern, den Berserkern oder den Separatisten paktieren. Letztere sind besonders gefährliche Gesellen. Du weißt doch hoffentlich, von wem ich rede. Ja, natürlich. Separatisten sind die ausgestoßenen Alps, die in den Ländern der freien Menschen ihre eigenen militärischen Ziele verfolgen. Ja, genau. Jetzt verstehen wir uns. Angenommen, ich schließe mich euch an. Dann wirst du wie jeder als Läufer anfangen, sofern du genügend Erfahrung mitbringst, sodass wir dich auch gebrauchen können. Nur weil jemand die Muskeln spielen lassen kann, wird er nicht gleich zum Vollstrecker ernannt. Das Privileg musst du dir erst erarbeiten. Aber dafür garantiere ich dir, wird es sich auch lohnen, wenn du dir den Arsch für uns aufreißt. Je höher du stehst auf der Karriereleiter, desto besser ist die Ausrüstung, die dir zur Verfügung gestellt wird. Sagt mir William mit seinem Schraubenschlüssel. Ich möchte mich den Outlaws anschließen. Das freut mich zu hören. Aber glaub ja nicht, dass ich dich anders behandeln werde als die anderen. Nur weil du mir einen großen Gefallen erwiesen hast. Du wirst trotzdem mit dem untersten Rang bei uns anfangen. Und denk dran, diese Entscheidung ist endgültig. Einmal ein Outlaw, immer ein Outlaw. Verstanden? Ich überlege es mir nochmal. Alles klar. Wenn du dich doch entscheiden solltest, dich uns anzuschließen, sag mir Bescheid. Okay, also im Klartext, hier können wir keine Erfahrungspunkte mehr abstauben. Wie sieht's in Edan aus? In Goliath bei unseren Berserkern, die nichts kennen außer ihren Bart und ihre Serker. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich rede. Doch, es ist egal. Als ich das letzte Mal hier war, da habe ich eine gute Waffe in dem Haus da gefunden. Danach musste ich leider fliehen. Ja, ich finde die Waffen auch immer in Fremdenhäusern. Kenn ich. Du wolltest einen Bericht aus einer anderen Stadt. Was hast du herausgefunden? Ich bin im Fort gewesen. Dann raus damit, was hast du gesehen? Eine gut befestigte Stellung und viele Waffen. Und ihre Mannstärke? Beachtlich. Ich hatte immer gehofft, dass die Outlaws sich selbst zerfleischen. Aber besser, ich behalte sie im Hinterkopf. Hier, nimm das. Wisst ihr, wäre ich denn nicht hingegangen, ne? Geil. Ich habe den Hort der Kleriker aufgesucht. Dann bist du weit gekommen und hast hoffentlich die Augen offen gehalten. Also, wie ist es um ihre Stärke bestellt? Sie haben eine schlagkräftige Kriegsmaschinerie. Dennoch ist ihre Mannstärke gering. Das macht sie nicht weniger gefährlich. Wie sind ihre Kräfte verteilt? Ihr Augenmerk richtet sich hauptsächlich gegen die Alps. Dann haben wenigstens sie erkannt, wer der wahre Feind ist. Hier, für deinen Bericht. Geil. Ich bringe Neuigkeiten aus den Außengebieten. So, was gibt es zu berichten? Der Außenposten in Tavar wurde von den Outlaws attackiert. Diese verfluchten Maden, wie können sie es wagen? Nimm's mir nicht persönlich, aber der Großteil von ihnen ist weniger wert als Dreck. Wie steht es um unser Weltenherz? Zerstört. Und unsere Männer? Garald hält die Stellung. Gut, es hätte mich auch gewundert, wenn er diesem Abschaum nicht die Stirn geboten hätte. Ich werde sofort ein paar Männer entsenden. Wir müssen retten, was noch zu retten ist. Egal, welche Horden der Duke aufbringt, er wird uns nicht aufhalten. Dafür, dass ich nun Bescheid weiß, hast du dir ein paar Splitter verdient. Du kannst sie sicher gut gebrauchen, um deine Vorräte wieder aufzustocken. Das waren alle Lageberichte. Ja, und auch wenn die Schwierigkeiten offensichtlich sind, halte ich an unserem Vorhaben fest. Auf kurz oder lang werden wir dieser Welt ein neues Gesicht geben. Sie wird sich unserer Stärke beugen oder untergehen. Was meine Unterstützung angeht, wie mache ich mich? Deinetwegen sind gute Leute gestorben. Nur weiter so, wenn du das Vertrauen in dich schmälern willst. Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was.
Das alleine überzeugt mich noch nicht. Angrims Test hast du bestanden. Das war gut. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Gute Arbeit. Jora meinte, dass du ihn nicht wie gefordert mit Maschinenteilen versorgt hast. Das hätte besser laufen müssen. Wie ich hörte, hast du einen verbotenen Handel mit einem Outlaw aufgedeckt. Respekt. Bei den Werkern am Schlund hast du wohl jemandem keinen Gefallen getan. Zumindest höre ich nicht nur Gutes von dort. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Man erzählt sich, du hättest einem Kleriker zur Flucht verholfen? Das ist nicht hinnehmbar. Allerdings war meine Frau daran wohl auch nicht ganz unbeteiligt. Die Sache mit Hakon vergessen wir am besten ganz schnell wieder. Von der Aktion mit Irdor und dem Proviant sprechen wir besser nicht. Da hast du auf ganzer Linie versagt. Eine große Hilfe scheinst du bei der Geschichte mit dem verschwundenen Elex ja nicht gerade gewesen zu sein. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Alter, wir sind ja voll im Arsch. Ich könnte gar kein Berserker werden. Voll verkackt. Jeder zweite Satz war schlecht. Das könnten wir nochmal probieren, mal eben. Aber ganz ehrlich, will ich das? Einmal auf die schnelle Welle, danach war es aber wirklich endgültig. Also wir probieren es einmal kurz, wegen der Erfahrung, aber... Eieiei. Na, jetzt mir ist mir das egal, ne? Also, ich bin aber ein bisschen schockiert. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so krass ausfällt. Ich kenne Ray. Warum suchst du nach ihm? Wer tut das nicht? Es ist eine ganze Kiste Splitter auf ihn ausgesetzt worden, Mann. Hey, Moment mal. Da ist ja der Mistkerl. Mann, Ray... Du steckst ganz schön tief in der Scheiße. Weißt du das? Freut mich auch, dich zu sehen, Mason. Bist du jetzt sein neuer Aufpasser, oder was? Sieht ganz so aus. Tja, Mann, dann haben wir jetzt wohl ein kleines Problem. Ich will seinen Arsch und du hältst deine schützende Hand über ihn. Also, wie regeln wir das jetzt? Ihr wart doch früher mal Gefährten. Zählt das denn gar nichts? Nee, Kumpel. So billig kommst du mir nicht davon. Woher weißt du, dass Ray so viel wert ist? Von seinem Steckbrief. Wieso? Du hast nicht zufällig einen davon. Und wenn es so wäre? Rück den Steckbrief raus oder ich prügle ihn aus dir heraus. So, so? Du willst es auf die harte Tour? Kannst du haben. Lächerlich. Dich mache ich lang. Warum gefällt das Raiden jetzt wieder nicht, wenn ich mal fragen darf? Ich kämpfe gerade für Ray, für seinen blöden Steckbrief und dem gefällt das nicht. Das ist ein Witz. Sogar in Edan bist du ein gesuchter Mann. So wichtig bin ich nicht. Nur weil du bei Mason einen Steckbrief von mir gefunden hast, heißt das noch lange nichts. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Gibt es da noch etwas, was du mir sagen willst? Ich habe im Moment nichts Neues. Aber vielleicht fällt mir noch etwas ein. Wenn das so ist, dann sage ich dir Bescheid. Aber vielen Dank erstmal. Wenn du so weitermachst, besteht für mich ja vielleicht doch noch Hoffnung. Ja, ja, Ray. Ja, ja. Okay. Ich verstehe das alles nicht. Ganz schön hoch hier. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Ich springe sogar freiwillig, Ray. Guck mal. Wow! What the hell? Alter! Eieiei. Okay, Nachricht eines Verbannten haben wir bekommen. Gucken wir mal ganz schnell, bevor ich es vergesse. Nachricht eines Verbannten.
Ihr verdammten Schweine, sollen die Kampfmaschinen der Alps, was? Sollen die Kampfmaschinen der Alps dafür, dass ihr mich hier verbannt habt, doch eure verfluchte Stadt Golit überrennen und so weiter und so fort? Warum? Weil ich überleben will. Schusswaffe, alte Welt zu verwenden, soll ein Verbrechen sein. Okay. Man sieht ja wieder ganz klar, dass die Berserker eben einfach Probleme haben. Die haben zu strenge Gesetze, die im Nachhinein irgendwo auch dem Kampf gegen die Alps im Wege stehen. Und das ist ja das große Problem. Die Alps metzeln alles gedankenlos nieder. Was man bräuchte, wäre eine vereinigte Armee aus Berserkern, Klerikern und... Alter! Was? Ja, wäre eine Gesamtarmee aus Berserker, Klerikern und Outlaws meinetwegen. Was machen die? Die hauen sich gegenseitig die Schädel ein. Und dann kommen die Berserker. Ja, wir töten alle die Schusswaffenbenutzer. Wer seid ihr denn? Alter! Alter! Was soll ich denn jetzt machen? Da sind die Alps, da sind die Verbannten, da ist, Ray. Einmal viel zu viel Schaden. Nee. No way. Nee. Nee, nee, nee. Okay, die Aufgabe lassen wir mal an der Seite liegen. Das ist mir ein bisschen zu krass. Wir gehen zur Kathedrale, wir werden Kleriker. So, die Entscheidung ist gefallen. Wir konnten aber immerhin bei den Berserkern noch ordentlich Erfahrung abstauben und vor allen Dingen haben wir jetzt wie viele? Haben wir jetzt wirklich 40 Lernpunkte, also Attributspunkte? Ich meine schon, ne? Aber 40 Attributspunkte? Eieiei, krass ist das denn? Level 17 sind wir schon. Ja, alles muss man selber machen. Ja, nee. Das können wir nicht machen. Wir werden Kleriker und klären Dinge. So. Ich möchte Akolyt der Kleriker werden. Hast du dich also entschieden? Ja, nehmt mich in eure Reihen auf. So sei es. Diese Entscheidung wird weitreichende Konsequenzen haben. Nun ist es also soweit. Unsere Suche nach neuen Rekruten für unsere Sache war wieder einmal erfolgreich. Wir dürfen heute ein neues Mitglied in unserer Gemeinschaft willkommen heißen. Er war ein heimatloser Wanderer. Er war ein Ausgestoßener und auf der Suche nach seiner Bestimmung. Doch ab heute ist sein Weg klar. Fest im Glauben an Kalan und mit großem Mut wird er seine neuen Aufgaben meistern. Ja, wir hatten oft Probleme mit unserem Nachschub und viele Entbehrungen zu beklagen. Doch die vielen Jahre des Wartens und des Krieges haben uns nur noch stärker gemacht. Und wir werden nicht ruhen, bis das Unheil des Elex von dieser unserer Welt verbannt ist. Ja, wir sind jetzt noch wenige, doch unsere Zahl wird sich bald schon wieder mehren.
Zaudert nicht, meine Freunde. Solange uns so gute Männer wie dieser hier sich uns anschließen, gibt es guten Grund zur Hoffnung. Geh nun, erfülle uns mit Stolz und gib den Deinen Zuversicht und Erlösung. Kleriker von Ignaton. Kleriker gelernt. Neuer Rang Akolyt. Psi-Verstärker, Psi-Werfer. Was weiß ich denn? Hä? Ich weiß es nicht. Verstärker hört sich passiv und Werfer hört sich aggressiv an. Was genau bedeutet es, ein Akolyt der Kleriker zu sein? Als Akolyt hast du dich für die Gemeinschaft einzusetzen und deinen Glauben an Kalan zu beweisen. Auf kurz oder lang werden wir dich dann zu einem Legaten ernennen. Aber zuvor hast du die Pflichten eines Akolyten zu erfüllen. Wo soll ich anfangen? Es ist für jeden Kleriker Pflicht, zumindest die Grundzüge der Suggestion zu lernen. Du solltest am besten zu Balder gehen. Er ist unser oberster Suggestor. Er wird dir Näheres darüber erzählen können. Außerdem hat jeder neue Akolyt eine Wallfahrt zu begehen, um den Glauben an Kalan zu festigen und um Erfahrung zu sammeln. Auch dafür wirst du dich bei Balder melden. Des Weiteren wirst du mit Martha sprechen. Sie wird dir sagen, wie du dich in der Gemeinschaft nützlich machen kannst. Dann sehen wir weiter. Beweise dich, Akolyt. Na toll. Ein Neoprenanzug. Okay, wir sind Kleriker. Yay. Kleriker. Psi. Batterie. Erhöht deine Energiekapazität. Technische Waffen bauen. Ein-Mann-Armee. Erhöht den von dir angerichteten Schaden. Sofern du ohne Begleiter unterwegs bist. Suggestion. Kraftreinigung. Kraftschild. Okay. Alles so eine Art. Ja. Ja, alles Fähigkeiten eben. Akolytenrüstung ist auf jeden Fall am stärksten. Die leichte Rüstung getragen von Akolyten der aus Ignaton, okay. Jägerhose, aber keine neue Hose, wisst ihr? Oder Ausdauer. Na gut. Okay. Gehen wir mal zur Halle der Suggestion. Oder noch besser. Denn hier bekommen wir scheinbar eine kleine Unterrichtsstunde. Anscheinend hast du dich entschlossen, ein Kleriker zu werden. Es tut gut, neue Gläubige in unseren Reihen zu wissen. Ich nehme an, Reinhold hat dich zu mir geschickt. Richtig. Dann hat er dir mit Sicherheit auch gesagt, dass jeder Akolyt dazu verpflichtet ist, die Grundzüge der Suggestion zu lernen. Ich werde es dir beibringen, wenn du die nötigen Voraussetzungen mitbringst. Des Weiteren ist jeder Neuling dazu verpflichtet, eine Wallfahrt im Namen Kalans zu unternehmen. Na gut, lass mich raten, dafür müssen wir zu diesen Schrein gehen. Was ist das für eine Wallfahrt, die ich unternehmen muss? Bei deinen Reisen durch Magalan sind dir bestimmt schon mal die Kalan-Schreine aufgefallen. 4 dieser Schreine stehen auf einer Route durch ganz Ignaton. Diese 4 Schreine musst du aufsuchen und an ihnen beten. An den Schreinen wirst du von Kalan auf die Probe gestellt. Wenn du gesund und erfolgreich von deiner Wallfahrt zurückkehrst, befindet dich Kalan als würdig, sein Diener zu sein. Na gut, ein paar haben wir ja schon, ne? Wo finde ich die Schreine? Die Schreine befinden sich alle am Wegesrand alter Straßen oder Pfade und bilden einen großen Kreis.
Wenn ich dir den Weg zu den Schreinen beschreiben soll, dann schreibst du am besten mit. Der erste Schrein befindet sich direkt außerhalb des Eingangs zum Hort. Von dort aus musst du nach Nordwesten weiter. An der rechten Straßenseite findest du den zweiten Schrein. Und von dort läufst du Richtung Süden zum dritten Schrein. Beim dritten angekommen, hast du es fast geschafft. Du musst nur noch einmal Richtung Osten, um den Kreis zu schließen. Viel Erfolg. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Die Suggestion. Dafür brauchen wir noch 20 Gerissenheit und 5 Intelligenz. Das zieht natürlich die Erfahrungspunkte direkt wieder ordentlich runter. 20 Gerissenheit? Weiß aber richtig, ne? 20 Gerissenheit und 5 Intelligenz. Was mit... Erlaubt dir in bestimmten Dialogen andere mit Hilfe von Gedankenkontrolle zu beeinflussen. Na gut. Das können wir nicht. Wir könnten noch Psi machen. Die Fähigkeiten halten entweder länger an oder richten größeren Schaden an. Nee. Warten wir erstmal. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Zeig mir deine Ware. Oh Gott. Energiespeicher. Füllt die mentale Energie wieder auf. Ah. Okay. Okay. Okay, okay. Ich muss mal kurz gucken. Psi-Verstärker, Drohnenkontrolle. Erzeugt ein schwarzes Loch, das alle Lebewesen an sich hineinzieht. Keine Ahnung. Probieren wir gleich mal aus. Okay. Dann haben wir ja die Aufgabe bekommen. Wo war es denn jetzt? Oh Gott. Dann hat Ignadon. Aus Altmachen. Oh Gott. Verwirrt. Hauptquest? Nein. Ah, hier. Gehorsame Pflichterfüllung. Okay. Okay, man sieht, einen hatten wir schon. Zwei hatten wir schon. Okay, machen wir die beiden letzten auch noch. Na gut, dann heißt es also, eigentlich müssen wir nur zu den Schreien laufen und da dann, keine Ahnung, spenden. Was war das immer bis jetzt? Na gut. So, wie geht das Ding jetzt hier? Das war nicht geplant. Alter! Okay. Wir haben unten 3 Fähigkeiten, wie ihr sehen könnt. Und wir können die jetzt so benutzen. Schwarzes Loch. Keine Ahnung. Druckwelle. Na gut. Wenn das Ding mal gut funktioniert. Wie dem auch sei, allein dass die war vorhin eigentlich schön gesagt von unserem guten... Wer war das? Da war doch hier unser Kerl von... Ach du Scheiße. War doch hier unser Kerl von den Berserkern, ne? Der meinte, dass es gut ist, dass die Berika wenigstens erkannt haben, wer der wahre Feind ist. Ja, scheinbar der Einzige. So nicht, Freundchen. Der Schaden 0, ey. Toll. Alter, und dann wir instant down, ne?
Eieiei. Ray, kämpf ruhig weiter. Und halt mir einfach den Rücken frei, okay? Na gut, macht halt so ein bisschen Schaden, ne? Ist aber jetzt irgendwie auch nicht so das Gelbe vom Ei. Wir können mal kurz gucken, wir haben ja hier noch genug Energiespeicher. Okay, dafür brauchen wir jetzt also Energiespeicher, macht das schon mal Sinn. Ne, wo sind die jetzt? Ach. Energiespeicher. Alter, das ist echt eine Ordnung hier im Inventar, da hab ich ja gar keine Ahnung mehr. Hä? Hier. Aha. Energiespeicher. Kleiner Energiespeicher. Ich mach das. Na gut, interessant. Immer eine neue Waffe, aber wirklich effektiv. Kommt mir das aber nicht vor. Au. Toll. Ich hasse euch. Was war das denn jetzt? Ray, wer sonst, ne? Wir könnten jetzt auch hier auf Fernkampf töten, aber das ist ja auch übelst langweilig. Oh, ich hasse es einfach. Alter, das Kampfsystem ist manchmal so Banane, Mann. Alter. So, okay. Alles gut. X-Slot. Da. Was macht denn jetzt überhaupt aktiv Schaden, Mensch? Alter, der macht den Angriff aber manchmal einfach nicht, ne? Schon wieder, Mann! Alter, Mann! So.
Mann, oh Mann. Ah, Ray, halt einfach mal den Mund, Mann. Ich dachte, du passt auf meinen Rücken auf. Ja, du hast doch gar nichts gemacht, Junge. Nix hast du gemacht. Mal wieder. Mann, oh Mann. Okay, Schrein Nummer 3 ist dann da. Schrein Nummer 4 ist das, ja. Eieiei. Eieiei. Erinnert mich sehr stark an eine... Hier gewesen, aber ich konnte gar nicht so schnell rennen, wie sie ihre Laserknarren gezogen hatten. Ja, wahrscheinlich zu Recht. Erinnert mich gerade sehr stark an eine Aufgabe aus Gothic 2. Ich meine, da ging es darum, entweihte Schreine am Wegesrand zu reinigen, wenn man sich denn dann dem Kloster anschließen möchte. Vielleicht mal ganz kurz so, by the way, ist vielleicht ganz interessant. Im Kloster habe ich mich tatsächlich ein- oder zweimal angeschlossen, aber es noch nie durchgezogen. Da sollte ich mich dann, um die Diskussion nochmal aufzugreifen, tatsächlich für die Magier entscheiden, wäre das für mich insoweit beinahe alles unbekannt. Und dementsprechend eigentlich für mich das Spannendste. Zumal auch damals, es gab für die Gold Edition, wo dann, nee, gar nicht, das ist Quatsch. Doch, für die Gold Edition, genau, die ich mal hatte, die ich immer noch habe, aber inzwischen läuft ja alles über Steam, digital, bla bla bla, gab es auch ein Handbuch. Und in dem Handbuch stand dann drin, dass der Weg der Magier der Weg für die fortgeschrittenen Spieler ist. Da wäre quasi die Frage, ob er dann ganze Wagen uns mal trauen hier. Als Magier die etwas größere Herausforderung zu probieren. Ich weiß es nicht, wie gesagt. Paladin wäre ein bisschen lahm, weil ich Paladin ja schon mal war. Ich würde am liebsten wieder Paladin. Alter, meine Güte, Mann, wo kam das Vieh denn jetzt her? Paladin wäre mir im Nachhinein nur recht. Ist halt meine Lieblingsfraktion so. Von der Ausrüstung her und so weiter und so fort, aber es wäre halt dann doch schon sehr lahm. Wie gesagt, ja, wenn ihr jetzt spontan eine Idee habt und denkt, jo, mach mal Magier, dann könntest du gerne mitteilen, aber ich tendiere halt tatsächlich dazu, mich entweder für Magier oder für die Söldner zu entscheiden. Ja, die Söldner aber, ich weiß halt nicht, ist nicht so meine Fraktion. Meine Schwester war immer, wollte anfangs immer, ich glaube, Feuermagier werden, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und hat sich dann aber nachher auch immer für die Söldner entschieden, weil die Söldner wohnen ja dann zu den Drachenjägern. Und die waren schon geil. Die Drachenjäger waren geil. Von der Ausrüstung her auch. Nein, 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 das war doof. So, wie gesagt, meine Schwester war immer so Richtung Söldner unterwegs. Erst eben Feuermagier, aber dann eben doch Richtung Söldner. Und ich war von Anfang an direkt der Paladin-Fan. Was ist das denn jetzt? Ernsthaft, Kalan? Am letzten blöden Schrein haust du mir nochmal die übelsten Banditen raus? Jetzt mach keine Zicken, her mit der Kohle. Verpiss dich. Erzähl... Diese verfluchten Banditen. Hier müssen noch mehr von ihnen sein. Her damit, oder ich schneid sie aus deiner Hose. Na gut. Ja. Steck die Waffe ab. Das ist unbesiegbar. Sollte ich, glaube ich, noch nicht angreifen, oder? Ich hab das Spiel kaputt gemacht. Super. Damit, oder ich schneid sie aus deiner Hose. Ich habe wirklich nichts mehr. Du hast es nicht anders gewollt. Dich hole ich mir.
Menschenfeind, Errungenschaft freigeschaltet. Was ist der unbesiegbar, Mann? Ja, der ist unbesiegbar, Leute. Keine Ahnung. Dann eben nicht, ne? Ich frag mich wirklich, wo hier die ganzen Teleporter sein sollen. Schnell weg hier, bevor uns das komische Vieh sieht. Danke. Cool. Ein unbesiegbarer Bandit. Kalan, ich hätte dir gerne geholfen, aber leider war mir verwehrt, diesen Typen zu besiegen. Es tut mir sehr leid. Ich bin von meiner Wallfahrt zurückgekehrt. Du hast alles, was Kalan dir entgegenwarf, gemeistert und an jedem der Schreine gebetet? Ja. Dann ist dies der Beweis, dass Kalan deinen Beitritt in unsere Gemeinschaft billigt. Und da du die Kunst der Suggestion bereits erlernt hast, hast du meinen Segen. Geh zurück zu Reinhold und erstatte ihm Bericht. Na gut. Wallfahrt abgeschlossen. Das war ja gut machbar. Okay. Wird noch eine Aufgabe der Gefallen, gehorsame Pflichterfüllung. Martha, sag nicht, dafür ist die, das ist die Aufgabe hier. Ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal zu Martha selbst. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Aufgabe ist, weil die ist ja verdammt schwierig. Eieiei. Ich hoffe übrigens sehr, dass wir nochmal die Möglichkeit bekommen, anderen Fraktionen den Arsch aufzureißen. Ich würde ganz gerne dem Duke seine Bombe wegnehmen, wenn das irgendwie möglich ist. Wäre ganz cool, wenn das irgendwie möglich wäre, aber... Ich hab da so meine Zweifel. Wir können ja die Bombe der vom Duke nehmen, um die Alps zu beseitigen. Wer ist damit? Martha! Ja, die Klinge stumpf ist. Ich gratuliere dir. Schön, dass du dich uns angeschlossen hast. Hier, damit dir dein Einstieg als Akolyt etwas einfacher fällt. Hat mir einer der Händler zugesteckt. Und da ich das Zeug nicht mag, kannst du ja vielleicht etwas damit anfangen. Das kann ich nicht annehmen. Aber natürlich. Ihr Akolyten habt es schon schwer genug. Da kann es nicht schaden. Um ganz ehrlich zu sein, würde ich an deiner Stelle zusehen, dass ich recht bald zum Legaten befördert werde. Sonst ist es gut möglich, dass du deine Entscheidung schnell rückgängig machen möchtest. Ich brauche dich, um Legat zu werden. Du brauchst nicht mich. Du brauchst lediglich eine Aufgabe, die beweist, dass du dich für uns einsetzt. Aber das lässt sich einrichten. Du könntest mir der Tradition gemäß beim Verteilen der Rationen behilflich sein. Sollte mir nicht weiter schwerfallen. Die Zubereitung der Rationen dauert allerdings noch ein paar Stunden. Komm einfach später wieder und nimm sie in Empfang. Gib mir die Ration. Ich brauche noch etwas Zeit. Komm später wieder.
Na gut. Er hätte das nicht tun dürfen. Können wir irgendwo schlafen? Das ist immer ein bisschen komisch, ne, mit diesem, ja, komm später wieder. Ja, komm später wieder. Ich meine, es wird jetzt nicht viel ändern, wenn ich mich jetzt irgendwo in ein Bettchen lege und ein Stündchen schlafe. Nächste Frage, wo haben wir hier? Ist ein Bettchen, oder? Eva, ich darf doch mal, ne? Ich hab dir so nett geholfen. Dankeschön. Okay. Ration verteilen ruft auch wieder ganz stark. Gossig, Gut, dass ich dich treffe. Ich habe mir die ganze Nacht mit Arvids Lehren um die Ohren geschlagen. Aber es hat sich ausgezahlt. Du meinst das Buch aus dem Archiv? Genau. Irgendetwas passt nicht zusammen. Zwischen den Zeilen liest sich das Machwerk viel zu technisch, als dass es sich um eine reine Glaubenslehre handeln könnte. Des Weiteren hat jemand ein paar Randnotizen auf einigen Seiten hinterlassen. Wer auch immer das Buch vor mir gelesen hat, war einem Rätsel auf der Spur. Dieses Rätsel können wir nur lösen, wenn wir den Hinweisen, die uns die Randnotizen geben, nachgehen. Pass auf, ich konnte aus den Notizen diese Koordinaten entschlüsseln. Ich bin mir sicher, wenn du ihnen nachgehst, stößt du auf weitere Hinweise. Ich bin den Koordinaten aus Arvids Lehren nachgegangen. Und? Was hast du entdeckt? Hier, wirf mal einen Blick drauf. Das sieht aus wie ein Teil eines größeren Rätsels. Und wenn es ein Puzzlestück gibt, dann müsste sich auch der Rest finden lassen. Hast du sonst noch etwas entdeckt? Ja, eine Karte. Eine Karte? Nun, dann such den Ort auf, der auf ihr verzeichnet ist. Ich würde ja mitkommen, aber ich bin hier wesentlich besser aufgehoben als da draußen. Viel Erfolg! Ah, das ist die Aufgabe. Kannst du mir mit dem Rätsel von Arvids Lehren weiterhelfen? Ich würde dich wirklich gerne unterstützen, aber mir sind die Hände gebunden. Du wirst da draußen alle Hinweise zusammentragen müssen, bevor ich dir weiterhelfen kann. Okay, das ist die Aufgabe mit diesen vier Häusern und den Karten. Das heißt, das müssen wir dann auch mal systematisch machen, aber das soll ja kein Problem sein. Wo sind wir? Wir sind hier. Hier ist das. So, Martha, ich bin wieder da. Gib mir die Ration. Natürlich. Hier, das sind die Rationen für Balder, Xander, Anna und Reinhold. Wenn sie von dir ihre Rationen bekommen, wird das nicht unbemerkt bleiben. Um die anderen kümmere ich mich. Sie würden dich nur unnötig Zeit kosten. Gibt es einen Grund, warum du mir Arbeit abnimmst? Unsere Gemeinschaft ist stark, aber klein. Darum ist es wichtig, dass wir einander vertrauen und zusammenhalten. Na gut. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Anna, ich habe schon wieder die Hälfte vergessen, ne? Anna. Wanda. Was willst du hier? Erika. War das hier gerade Anna? Ich will jetzt nicht direkt wieder auf die Karte gucken, das ist auf lange Sicht auch doof. Hast du Anna? Tut mir echt leid jetzt gerade. Bei Eva. Ja. Alter, so wie war der Kerl oben bei der Hauptkerl von den Suggestoren, das weiß ich auswendig.